Bruder, tust du überhaupt einen Aufzug? Oder zu Englisch, Bro, do you even lift? Ich bin heute auf der Fitness- und Bodybuilding-Messe in Köln, um mir die neuesten Fitness-Trends mal genauer anzuschauen. Es wären viel mehr so aufgepumpte Männer in Unterhose. Die kommen erst morgen. Ach so, scheiße. Ja gut, dann komme ich morgen nochmal. Ich habe nur Gags vorbereitet zum Thema Männer in Unterhose ohne T-Shirt. Ja, morgen ist ja für alle geöffnet, deswegen die kommen erst morgen. Ach, und heute sind nur die Coolen? Nee, das würde ich jetzt auch nicht unterschreiben. Die Coolen und wir drei. Genau. I have not exercised in one year. I had a baby and I just carry the baby. You too. I have a girl. She, how old? She's 12. Oh wow! You must have been so good at birthing. Yeah. Did you go into the hospital and you were like, bam, and the baby came out? No. Was it very, very sensual? Yes. Enchanté. Enchanté. Or as you say, enchanté. Oh Gott, ich merke bei solchen Messen immer, wie sozial unverträglich ich eigentlich bin. Man kann überall Fitness machen, man braucht keine Geräte. I don't speak German. Ah yeah, I'm insane, bye! Hä, bin das ich beim Sport? Ein Arsch wie ein Pferd und der ganze Körper fühlt sich an, als würde er brennen? Eine Bodybuilder-Messe, Sie sind auch ganz klar Besucher hier, oder? Aussteller. Aussteller, was stellen Sie aus? Atemmuskulaturtrainer. Atemmuskulaturtrainer, Sie mussten sich ja gedacht haben, Long Covid, fuck yeah, das ist mein Durchbruch. Nicht ganz so, aber ein bisschen schon. So, ich muss jetzt diesen Sack aufblasen. Etwas, was ich viel zu oft sage in meinem Alltag. Wie viel besser können Schweizer atmen als andere Völker? Weil wir wohnen in den Bergen, wir haben eine krasse Aussprache. Wir halten eigentlich immer die Luft an, wenn Fremde im Raum sind. Ich glaube, es ist schon eine Nation, die sehr gut atmen kann. Ich denke, wir sind gute Atmer, ja. Um eine sehr neutrale. Neutral auszudrücken, ja. Gut, 5 Sekunden lang. Ja, sehr gut. Okay, jetzt machen wir das Ganze noch in die andere Richtung. Könnt ihr das auch noch mit Marihuana kombinieren, dass es noch ein bisschen mehr Spaß macht? Das wurde ich nicht das erste Mal gefragt heute, aber ist nicht vorgesehen. Wir haben eingestellt, dein Lungenvolumen, also 60% deines verfügbaren Volumens haben wir eingestellt. Das ist bei 3,6 Litern. Du hast es sogar übertroffen. Wie heißt denn diese Firma? Die Firma heißt Idiak. Warum? Das ist überhaupt nicht catchy. Ich war nicht dabei bei der Gründung, sonst hätten wir was ganz anderes gefunden. Nee, aber IDIAC entsteht, als das war eigentlich die Ideen AG. So habe ich das mal gehört. Okay, das ist mega der Strebername. Deswegen haben wir jetzt, der Armin ist unser neuer CEO. Der da? Genau. Der mit der Brille, der aussieht wie ein sehr junger Max Frisch. Hallo. Max Frisch wäre auch voll der gute Name für so eine Atem. Max Frisch AG. Max Frisch, breathtaking chances. Vielleicht, ja. Ich hätte gerne, dass mein Arsch so aussieht wie... Das sieht der beste Arsch, der überhaupt geht. Echt? Okay, dann einmal kurz mit der Bürste drüber. Dann machst du auch noch durch. Dankeschön. Ich glaube, was mich noch davon abhält, so richtig, richtig abzugehen sportlich, ist das passende Outfit. Zum Glück gibt es hier auf der FIBO auch Sachen zu kaufen. Ich frage mal, ob ich das anprobieren darf. Oh, cool. Warum das Dschungelmotiv, dass man sich verstecken kann, wenn ein Tiger kommt im Gym? Genau, dann sieht dich keiner mehr. Ich will, dass man sieht, dass ich es ernst meine mit Fitness. Okay, dann warte mal. Lass mal erstmal den gleichen Print raussuchen und gucken wir was anderes danach. Okay. Du willst nicht, dass es crazy aussieht, ne? Du willst, dass es gut aussieht. Wir haben unterschiedliche Herangehensweisen. Möge die Transformation beginnen. Jungle Style! Wie gefällt Ihnen das hier? Außergewöhnlich. Du schaust aus wie eine Gazelle, wie eine Spinne, aber auch wie eine traumhafte Fitnessfrau. Eine Gazelle, eine Spinne und eine traumhafte Fitnessfrau. Sportboden. Sie sind von Thermomix? Richtig. Ich habe gerade ein Kind gekriegt vor einem Jahr. Ja. Brauche ich einen Thermomix oder kann ich noch selber kochen?
Also eigentlich braucht jeder einen Thermomix, egal ob er Kinder hat oder nicht. Aber gerade mit kleinen Kindern ist der Thermomix natürlich der Superhelfer. Es gibt auch Leute, die sagen, Barbara Schöneberger ist der Thermomix unter den Moderatoren zum Beispiel. Mhm. Ne? Also man kann von absolut low calorie, also gar keine Kalorien, bis über quasi keinen Pizza, Inhalt, Buttercreme, Torte machen. Also da ist man ja total frei. Ich bin auch Moderatorin. Sind Sie mit mir vertraut? Haben Sie mich schon mal gesehen? Jetzt, ja. Wo Sie sagen, ja. Okay, was? Also Barbara Schöneberger ist der Thermomix unter den Moderatoren. Was bin ich für ein Gerät? Der Kobold. Ich hätte es nicht besser sagen können. Sie haben das richtig genailt. Das war Saugen, Blasen und Wischen. Das bin ich. Was ist das? Das ist ein Rohkostsalat. Mit Radieschen? Radieschen ist da drin, Birne ist da drin und Kohlrabi, glaube ich, ne? Ja, genau. Echt gut. Ja, das ist gut, ne? Ganz schnell gemacht. Ich glaube, dass ich es auch mindestens so gut hinkriegen würde. Aber ich weiß aber natürlich... Das klitzekleine Klitzeschneiden mit den Messerchen, das würde ja alles der Thermomix übernehmen. Das ist eigentlich wie eine sehr primitive Variante vom CERN in Genf, das ja Kerne spaltet. Ja, genau. Der Mann neben mir hat, glaube ich, noch nicht gemerkt, dass sein Fahrrad nicht voranschreitet, auch wenn er in die Pedale tritt. Ist das sehr unmotivierend, wenn man an Ort und Stelle bleibt? Ja, jetzt, wo du sagst, fällt mir natürlich auf. Ich sitze hier schon 8 Stunden am Tag drauf, aber man spricht ja auch immer mal mit... Hast du einen Kinderwunsch? Also, nicht mehr. Ich habe noch nicht festgelegt, aber ich würde es auch nicht ausschließen. Also aber meine Frage ist natürlich, wie geht es deinen Eiern? Denen geht es noch gut. Aber danke für deine Sorge. Ja, sehr gerne. Mein Name ist Hazel. Alles gut, Hazel. Warum habt ihr meinen Proteinshake? Wieso weiß ich davon nichts? Da, der weißen Chef. Das ist der Chef? Hallo. Guten Tag, hallo. Hey, ich bin Hazel. Hi. Du bist der Chef von Wazel. Ja, bist du Hazel Bürger? Ja. Wir sind ein kleines Familienunternehmen. Meine Kinder stehen hier zwar hinter, aber sie machen es aus vollster Überzeugung. Also ich lege keinen großen Wert auf die Kinderarbeit. Habe auch sogar Zertifizierungen darüber, dass keine Kinderhand unsere Haselnüsse pflückt. Das ist mir sehr wichtig. Also auch wenn jetzt ein sehr, sehr motivierter 12-Jähriger sagt, ich will, dann nein. Definitiv. Ich hoffe, das Ferrero-Familienunternehmen schaut nicht zu, weil ihr werdet hier gerade gesmashed. Weißt du, das ist endlich mal ein Abstrich im Rachen, der schmeckt. Das kannst du laut sagen, tatsächlich. Ihr könntet Corona-Tests anbieten, die so schmecken. Zack, Pandemie zu Ende. Genau so ist es tatsächlich. Dein Vater hat gesagt, er ist gegen Kinderarbeit. Du bist sein Sohn, du arbeitest hier. Was sagst du zu der ganzen Sache? Helft mir. Also ich liebe es hier auf der FIBO. Ich weiß nicht, ob meine Antidepressiva endlich reinkicken oder ob es hier wirklich geil ist, aber ich habe gerade die Zeit meines Lebens. Es ist ein aufblasbares Trainingskissen, was im Hosentaschenformat ist. Also quasi eine Sexpuppe ohne Arme und Beine. Auch gut, aber für die bräuchte man vielleicht einen überdimensionalen Kondom. Und mit dem kann man es einfach aufblasen. Ah, oh, wow, okay. Jetzt du hast diese Bewegung mega gut drauf. Die kenne ich gut, die Bewegung. Zeig mir den Frosch. Ja, genau. Okay. Und jetzt langsam die Hände wegnehmen. Macht der grüne Frosch im Teich. Ja. Super. Surfst du? Nee. Skatest du? Nee. Sieht aber so aus. Echt? Boah. Das ist anstrengend, oder? Es ist anstrengend. Also das ist auch mein Tipp an alle Leute, die dieses Ding kaufen. Benutzt es einfach als Kopfkissen. Ist viel entspannter. Kann ich mich so zu einer Kugel formen und du hebst mich hoch? Könnten wir mal probieren, ja. 56. Ich wiege viel mehr. Ich wiege über 70. Das glaube ich was gar nicht. Dankeschön, das war's von der FIBO. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Dankeschön, das war ultra insane.